Herzlich willkommen zu einem neuen Angry Let's Play. Es hat sich was getan im Hause Ubisoft. Und zwar, tja, leider ist Ubisoft ein kleines Missgeschick passiert. Ob gewollt oder nicht. So jedenfalls, wenn es nach den Nutzern von einem gewissen Forum bei neogaf.com und nach PC Games geht. Denn diese behaupten auf der Facebook-Seite von Assassin's Creed ein verräterisches Update gelesen zu haben, wonach der nächste Titel von Assassin's Creed Revelations heißen soll. Und deshalb, bevor der Titel rauskommt, der neue, machen wir ein Let's Play über Assassin's Creed Brotherhood, der wirklich meiner Meinung nach der beste Titel bis jetzt von der Assassin's Creed von der Assassin's Creed Serie ist. So, wir benennen uns erstmal hier Angry PC Lobby und das ist ein Intro und das hören wir uns mal an. Aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren. Entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Tja, diese Geschichte, die wir bei Assassin's Creed 1 und 2 schon durchgespielt hatten, jetzt einmal zusammen. Und hier geht's schon quasi ganz krass los. Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Oh, wir müssen auf einen Knopf drücken. Ich habe was getan. Jetzt bin ich stolz. Nee, also wie gesagt, falls ihr mehr darüber wissen wollt, über den neuen Assassin's Creed Revelations-Titel, auf angrypclobby.de findet ihr Informationen dazu und Rebecca, könnt was ist euch los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. darüber äußern. In den Comments. Und dieser erste Teil, also der Anfang des Spiels, ist schon sehr sequenzlastig. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Ja, viele Fragen
unbeantwortet. Aber darum geht es ja in Assassin's Creed. Die Spieler fragen sich, worum geht es hier denn überhaupt und über das ganze Spiel. Den Überblick zu bewahren ist schon sehr schwierig. Und eine weitere Sequenz. Wir mussten nur ein bisschen nach vorne laufen. Jetzt findet er irgendwas da auf dem Boden. Und ich weiß nicht, was das ist. Ganz ehrlich. Das sieht aus wie ein Stab. Keine Ahnung, warum er das rausziehen will. Ja, ja, Schwächling. Da sickert es hinein. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! So, jetzt sind wir wieder im Gameplay. Jetzt müssen wir eine Wand hochklettern. Das ist natürlich ein bisschen so Tutorial-mäßig aufgebaut. Ich werde mal das Ganze ein bisschen beschleunigen. Hier nicht so viel Zeit investieren in die Sache. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. So, Sequenz zu Ende und jetzt müssen wir laufen. Ihm hinterher. Ich bin schneller. Gewonnen. Nee, nächste Sequenz. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen. Ihr habt diese heilige Stätte geschändet. Ihr verdammt, was ihr nicht versteht. Wir müssen gehen, Ezio. Los! Tja, ist natürlich auch lustig, wenn ein Satz auf Italienisch beginnt und auf Deutsch endet. Ja, zur Seite mit dir. Ja. Das wird übrigens im Spiel erklärt. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Ja, die Rüstung, die wir noch haben. Im Verlauf des Spiels werden wir diese noch verlieren. Wo war ich? Ja, genau. Es wird in dem Spiel erklärt, dass der Animus, wo Desmond sich befindet, ein paar Probleme mit der Übersetzung hat, deswegen kommen einige Sätze und Wörter auf Italienisch. Bereit zum Kampf. Wählen wir mal eine Waffe aus. Fangen wir mal mit dem Schwert an. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. So. Stimmt. Die Kameraführung ist immer noch ein bisschen schwierig. Buona questa. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schnell. Sehr gut. Lockig. So, und dich machen wir dann kurz hier mit. Okay, dann halt nicht. Ich finde, das sieht cooler aus als mit dem Schwert. So, tot. Weiter geht's. Hoppla. Ja, das ist immer recht nervig, wenn der klettert, obwohl ich das gar nicht will. Ach, komm her. Ach, hast dich selbst umgebracht. Also deinen Kollegen selbst umgebracht. So, weiter geht's.
nö. So. Oh, er kämpft. Kämpft er? Ja. Ach, machen wir mal den hier. So. Mein Gott, verständig die Waffe! Onkel, sind wir bald da? Ach, sei mal ein bisschen schneller hier, das ist ja... Okay, nicht so schnell. Autsch. Danke, Onkel. Die Grafik sieht auf dem PC natürlich traumhaft aus. Ich habe jetzt keine Gegenreferenz, aber sie gefällt mir von Teil zu Teil besser in dieser Serie. Die Entscheidung liegt allein bei dir, doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Benny. Okay. Spring! Logisch. Alles klar. Warum sind wir jetzt hierher gerannt, geklettert? Ich verstehe das nicht. Ach so, damit wir hier ein Intro bekommen, klar. Hauptsache, es sieht toll aus. Tja, und das Spiel hat noch nicht angefangen. Wir bekommen noch einige Sequenzen zu sehen. Recht spektakuläre, wenn man das hinzufügen darf. Und es wird eine Stunde vergehen, bis wir mit dem eigentlichen Spiel überhaupt anfangen können. Monte Regioni im Januar 1500. Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Tja, das wäre schlecht, denn dann hätten wir ja nichts mehr zu tun. Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Ja. Und wieder eine mehr oder weniger nötige Sequenz. Und wir galoppieren in die Stadt Monte Regioni hinein. Wir erinnern uns im letzten Teil. Die haben wir mithilfe von Aufträgen und Geld wieder zusammengebaut. Willkommen zurück, Ezio. Ezio! Ha, ha. Ja, das ist Ezio! Und das dementsprechend... Buongiorno! Salve, Mario! Schön, nach Hause zu kommen. Beiden nur an. Dementsprechend sind wir hier auch... Dieser Ort macht sich langsam. Willkommen!